Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Und genau, liebe Leute, wir waren hier beim letzten Mal im Spiel angekommen, in der Stadt Silent Hill tatsächlich, haben unsere Tochter verloren und sind auf der Suche nach ihr. Alleine in einer Stadt voller Monster und Zombies und allem möglichen Scheiß. Und ja, jetzt müssen wir uns mal hier nochmal hier umgucken. Also wir waren hier beim letzten Mal schon mal. In diesem Gang, ja genau, mit der geilen Kamerafahrt. Und genau, ein Spiel tatsächlich ohne Auto-Aiming. Das wird, es ist nicht einfach, das sage ich euch. Oh, Dankeschön. Munition können wir ja auch gar nicht gebrauchen, ne? Nach dem letzten Mal, wo wir da die Gegner platt gemacht haben. Aber hey. Oh, guck mal, was ist das denn? Es geht direkt schon wieder spannend los hier. Zur Schule. Isn't this Cheryl's sketchbook? She's at the school. Okay, Schule. Da unten. Okay, alles klar. Midwich Elementary School, glaube ich, heißt das. So, was haben wir hier noch? Haben wir noch ein paar Items? Malbuchumschlag, dieses Bild. Das bin ich. Sieht interessant aus. Cheryls erstes Bild in diesem Malbuch, das ich ihr zum 5. Geburtstag geschenkt habe. Ja, aber das kannst du doch mitnehmen, oder nicht? Lässt du das einfach hier liegen? Was bist du denn für ein Vater, Harry? Naja, gut. Dann ist das also. Dann nehmen wir das Stahlrohr mal mit. Wofür auch immer wir das brauchen werden. Und hier ist jetzt zu. Abgesperrt. Okay, ich verstehe schon. Ja, und wie gesagt, Freunde, ich kenne dieses Spiel nicht. Null. Das ist damals völlig an mir vorbeigegangen. Aber, oh Gott, ich gehe mal lieber ein bisschen langsamer. Aber da wir Resident Evil und so jetzt durchgespielt haben und ich im Horror Survival bleiben wollte. Ja, meine Entscheidung jetzt für dieses Spiel und ich habe es bis jetzt nicht bereut. Also es ist wirklich genial. So, auch die Steuerung ist eigentlich ganz okay, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass der Herr kein Auto-Aim hat. Okay, da kommt wieder Gegner. Da! Schieß drauf! Schieß einfach drauf! Boah! Flatsch! Aber den haben wir erledigt. Ja, es gibt hier lustige Gegner. Ja, mag ich überhaupt nicht, aber kann man irgendwie die Kamera drehen oder sowas? Kann man irgendwie die Kamera kann man nicht drehen. Okay. Ja, das ist okay erstmal. Ach, schaut mal, der kann so zurückspringen. Ja, das wird vielleicht nochmal hilfreich bei irgendeinem Kampf. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es hier Bosskämpfe gibt, ne? So, ich würde mir gerne alles angucken, aber hier ist... Da kommt wieder irgendwas. Hä? Da kommt wieder irgendwas. Ja, wir hören es an unserem Radio, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Das ist ein schöner Hinweis darauf. Wie viel Muni haben wir denn noch? 30 Schuss, ja, okay. Ich meine, das sollte ja eigentlich gut aufgehen, ne? Feuerhydrant. Finney Street. Sind wir hier? Sind wir doch richtig, oder? Warum kann ich die Karte nicht aufrufen? Hallo? Ich hatte doch auf Dreieck einen Shortcut für die Karte. Mach mal Option. Control Config. Okay, wo ist die Map? Da unten. Ah, das haben wir. Okay. Map ist Dreieck, bitte. So. Dankeschön. Dann ist die Steuerung nämlich genauso wie bei Parasite Eve 2. So, genau, wir wissen nach geradeaus und dann einmal nach links in die Levin Street. Okay, dann schauen wir uns mal hier um. Da kommt nämlich schon wieder was. Ich hab's ja schon fast gefürchtet, ne? Da hinten ist das Ding. Schießt du mal bitte. Ah, gut, okay. Oh Gott. Bluten wir etwa? Nein. Jetzt schieß doch! Okay. Da haben wir getroffen. Das ist gut.
Alter, nein, das war schlecht. Ja, ich muss noch ein bisschen warm werden damit. Aber ich würde diese Gegner hier gerne loswerden. Und ich hoffe, die bleiben weg. So, und jetzt kann man doch hier... Hier kann man doch... Ah, guckt mal. Ihr seht's, ne? Wir haben das Biest totgetreten. Sind im gelben Bereich, würde ich das jetzt mal so sagen. Gelb. Ah, okay, das heißt, wir müssen keine Munition da verschwenden. Okay, das finde ich natürlich gut. Haben wir in diesem Auto irgendwas? Harry. Genau. Wir sind Harry Mason auf der Suche nach unserer Tochter. Ja. In diesem Hydranten irgendwas? Nö. Okay. No parking anytime. Ja, das hat der Typ ja aber nicht. Hauptsache er parkt trotzdem hier. Das Gebiet ist so weitläufig, ne? Aber ich denke mal, wir sollten hier vorne, genau. Ich möchte nur gerne alles mitnehmen. Also, vielleicht gibt es hier irgendwie... Kann man hier rein? Nee. Hier kann man bestimmt irgendwo rein. Oder? Nee. Die Türen sieht man... Ah, wobei, wartet mal. Da ist unser Zielpunkt, aber ich würde gerne kurz mal was probieren, dass Opfer da die Türen... War doch hier, oder? Ich muss mich gerade ein bisschen orientieren. Ja, Opfer hier irgendwie... Kommen wir hier rein? Ich weiß gerade gar nicht, in welche Gebäude man rein kann und in welche nicht. Ne, das ist ein bisschen verwirrend. Alles zu, ne? Ist klar, alles zu. Okay, gut, das heißt, wir müssen... Aber wobei, da sind doch so Markierungen. So braune Markierungen. Also das heißt doch eigentlich, dass man hier hin muss. Nochmal kurz gucken. Da rechts, da ist doch eine Tür. Wartet mal, hier ist noch ein Auto. Habe ich vielleicht irgendwas... Kannst du den wegschieben? Nö. Das ist ein alter Golf oder so. Wie sieht der aus, ne? Irgendwie so sieht der aus, ja. Hier ist eine Tür. Kommst du hier rein? Nein, da kommt man nicht rein. Ich möchte eigentlich nicht direkt zum Zielpunkt. Ich möchte gerne alles Optionale mitnehmen tatsächlich, aber... Scheint hier nichts aufzugehen. Verdammt, warum sind die dann an der Karte eingezeichnet, die Türen? Ah, kann man hier? Nö. Was? Was war das denn? Einfach gegengelaufen, okay. Nee, also das sieht nicht so aus, als könnte man da rein. Obwohl das Türen sind. Ah, wartet mal, vielleicht hier. Kamera? Kamera, gehst du überhaupt bitte hinter mich? Hier kann man vielleicht rein. Algernon. Nee, kann man auch nicht rein. Verdammt, warum kommt man da nicht rein? Na gut, ist halt abgeschlossen, denke ich mal, ne? Algernon. Ja, da kommt man auf jeden Fall irgendwann hin. Okay. Braucht man wahrscheinlich einen Schlüssel für. Gut, dann noch einmal kurz gucken. Ja, ich habe mich jetzt in diesem Projekt sehr auf die Karte verlassen. Einfach weil ich mit so Riesengebieten, was soll ich sagen, Orientierungsprobleme habe. Ihr kennt mich, ne? Und genau. Dann stapfen wir mal doch zur Schule. Ich glaube, wir kriegen wir hier irgendwie Munition oder so. Kann man nicht rein? Nee. Ich möchte nämlich nichts übersehen, tatsächlich. Wie gesagt, weil wir brauchen hier jeden Schuss. Okay. Komm, ist auch abgeschlossen. Alles... Oh. Kostet mich das eigentlich Leben? Nö. Gott sei Dank. Ich dachte, man kriegt ja Falling Damage. Okay. Da kommt wieder irgendwo ein Gegner. Da rechts. Ach, die blöde Kamera. So, dann gehen wir mal langsam. Ein Hund, ihr hört's.
Oh Gott, ihr hört's tapsen. Wo ist die? Wo ist die Töle? Man sieht nichts, es ist so neblig. Ja, das ist mit ein. Da hinten! Ich weiß jetzt nicht, wie nah man ran muss. Okay, der hat eine gewisse Unverwundbarkeitszeit. Gut, dann dreht drauf. Genau. Okay, das muss ich mir merken. Die Hunde hier, die haben eine gewisse... Oh. Ach, da ganz hinten. Guck mal. Da ist noch ein Hund. Ah, okay. Puh. Das Geräusch ist ein anderes. Okay, die sind weg. Sehr gut. Bis jetzt alle Gegner platt gemacht, ne? Ich bin irgendwie ein bisschen stolz. Okay. Aber die Frage ist, sind wir hier auf dem richtigen Weg? Ich hoffe es doch. Ja, das sieht gut aus. Okay. Na gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Wie gesagt, ich möchte keine, um Gottes Willen, keine Muni übersehen hier. Okay. Da kommt wieder irgendwas. Da ist er doch. Ha, der Hund. Ach Quatsch. Das ist ein Hydrant. Oh, ich Idiot. Okay, auf jeden Fall, ich glaube. In diese Richtung da, oder? Wo ist die Töle? Ich sehe die nicht. Da. Okay, da vorne. Okay, einfach langsam drauf schießen. Okay. Dann kaputt treten. Zum Glück kann man die tot treten. Das ist ja geil. Kommt noch was. Okay, da kommt noch ein Hund. Die Frage ist, wie viel... Die brauchen zum Glück nur zwei Schuss. Cool, man kann während dem Laufen kann man schießen. Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich geil. So, während dem Laufen kann man hier schießen. Das heißt, man muss nicht stehen bleiben. So, hat das Auto hier irgendwas? Ah, ich muss mich noch an den Panzer hier gewöhnen. So, da kommt wieder was. Oh, das sind zwei. Okay, es sind zwei Gegner hier irgendwo. Ich möchte die gerne kaputt haben. Na, da vorne, da. Ihr seht's, ne, in dem Nebel da hinten. Dem Nebel des Grauens, okay. Okay, der hat jetzt komischerweise drei Schuss gebraucht. Jetzt ist nur noch das Rauschen. Das wird hier lauter. Da links, oder? Ach, Kamera! Diese blöde Kamera, Mann. Ach, diese blöde Kamera. Jetzt habe ich den Hund deswegen getroffen. Oh, und... Boah. Alter Schwede. Und schieß doch. Boah. Huhui. Alles klar. Dem sind wir gut ausgewichen hier. Ganz schön heftig. Und wir kriegen keine Medizin. Wir sind schon auf Orange, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott. Keine Heilung hier. Okay. Wo sind wir denn? Wir sind falsch rum. Okay. Ach! Jetzt ist da was, ein Kreuz markiert? Warum? Da ist ein Kreuz markiert hier. Wow, was ist hier los? Okay, hier kann man nicht lang. Oh Gott, kann man... Fällt man da runter? Nee, okay. Aber hier kann man bestimmt... Nee, auch nicht, okay. Ah, okay, hier ist also irgendwas passiert. Das heißt, hier kommt man nicht lang. Hehe, ja, okay. Aber irgendwie versteckte Muni gibt's hier gar nicht, oder? Sieht nicht so aus, okay. Aber... Das Game gefällt mir jetzt schon. Das Spiel gefällt mir jetzt schon. So, oha, was ist denn hier los? Ist nochmal... Ah. Kann man nicht hin? Was ist das hier?
Levin Street, Dogs, Doghouse, ja, toll. Hundehütte Levin Street, ja, danke. Jetzt wissen wir, wo die Hunde herkommen. So, was ist hier? Nichts mehr. Okay. Das haben wir mitgenommen. Okay. Ja, toll, die Wiege. Ja. Die Wiege fallen nach und nach weg, ne? Das heißt, wir müssen wieder zurück. Ja, super. Aber gut, liebe Leute, ich hoffe, dass ihr... Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe, dass euch dieses Projekt hier gefällt. So als Survival-Horror-Nachfolger von Resident Evil. Mir gefällt es sehr. Also die ersten beiden Folgen haben mich schon sowas von geflasht. Hier geht's auch nicht weiter, ne? Och Mensch, was ist denn hier los? Wir kommen ja nirgendwo hin. Okay, das heißt, wir müssen wieder zurück. Einmal wieder komplett zurück. Toll. Tolle Wurst. Kriegen wir ein bisschen Kilometergeld auf jeden Fall hier. Aber sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Mit dem Schnee und dem Nebel, das ist wirklich atmosphärisch. Richtig gut. So, dann... Ach nee, ist falsch, oder? Da kommt ein Gegner, aber das lasse ich mal lieber. Das lasse ich mal. Nein, nein, nein. Hier müssen wir nicht... Alter, okay. Okay, da... schieß! Schieß ihn kaputt! Nicht nachladen! Ah, er hat nachgeladen. Alter! Aua! Hey, 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 geh bloß weg, du blödes Ding. Ah, ich habe keine Munition! Oh Gott, oh, ah, shit, und wir sind rot, ja. Munition ist leer. Ja, das ist jetzt scheiße. Ich bin im roten Bereich und habe keine Munition mehr. Das heißt, wir können keine Gegner mehr machen. Ja, super toll, echt. Geht jetzt auch nochmal wieder weg? Ah, wir können die abhängen, okay. Wir können die abhängen, das ist schon mal gut. Da müssen wir das eine Vieh erstmal leben lassen. Oh, um Himmels Willen. Ja, das ist gerade ein bisschen doof, dass wir kein Tonikum haben. Alter Schwede. Gibt's hier nicht irgendwo Tonikum versteckt? Das gibt's doch nicht. Wir müssen doch nicht ohne Medizin hier rumlaufen lassen. Ja, toll. Und jetzt ist Kacke. Sie werden wahrscheinlich gleich sterben. Die Martinson Street. Vielleicht kommt man da irgendwo rein, aber... Oh Gott. Oh Gott, ja, okay, wir haben es nochmal überlebt. Ich denke mal, wenn wir es noch einmal oder so einmal getroffen werden, dann sind wir tot, ne? Ach, hier ist noch einer! Das gibt's ja nicht. Nee, hier ist alles zu. Mies Willen, wo muss man denn hin? Mano. Balkan Church. Ach, guck mal, da unten. Vielleicht gibt's da irgendeine Heilung oder so für mich. In der Kirche. Ja, dann gehen wir doch da mal hin. Ey. Auch versperrt. Ja, super. Wir wollen es natürlich ganz außen rum lenken, ne? Ist ja klar. Ist ja klar. Okay. Haben wir echt kein Tonikum mehr? Bachmann Street. Haben wir echt kein einziges... Nee. Man befindet sich in Harrys Brustschale. Man kann sie ein- und ausschalten. Taschenradio. Wir haben keine Waffe. Wir haben... Ja doch, wir haben schon eine Waffe. Ein Messer. Aber ich hasse das Messern eigentlich. Die denken uns natürlich jetzt ganz nach außen und da kommt wieder ein Gegner. Was ist hier in diesem Bereich? Nur ein Gegner! Oh shit. Nur ein Gegner und sonst nix. Oh Gott, ja, dann lauf einfach. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Alter, sind die schnell. Alter Schwede, ist das Ding schnell. Hallo. Kannst du mal weggehen, bitte? Ist noch ein zweiter Gegner. Um Gottes Willen. Falsche Richtung. Ah, nein, wir müssen wieder
brauche unbedingt Medizin. Das kann nicht wahr sein. Dass sie uns keine Medizin geben hier, was? Hier ist auch zu, das gibt's doch nicht. Dann sind jetzt alle Wege versperrt. Hä? Okay, dann gehen wir, glaube ich, nochmal in den Convenience Store da oben. Warte mal, vielleicht gibt es da oben irgendwas für uns zu holen. Oh Gott, alle Wege sind versperrt. Ja, toll. Das kann ja heiter werden. Ah, super, ey. Also hier auf der Straße findet man eigentlich gar nichts. Ja, das ist toll, ne? Lauf einfach weiter. Lass die Gegner jetzt einfach mal in Ruhe. Ich lasse die Gegner jetzt einfach mal Gegner sein und da erschreckt mich meine Uhr voll. Alter Schwede, nein, geh weg. Geh weg, ich will dich nicht, geh weg. Keiner will dich. Du bist ekelig. Okay. Okay, da ist noch ein Gegner irgendwo. Okay, ich bin aber richtig. Ah, noch ein Hund. Nein. Ja, das war's dann jetzt mit mir. Oder? Nee, ich lebe noch. Jetzt war's das. Shit. Scheiße. Okay, Game Over. Durch Deaktivieren des Waffenmodus und anschließendes Drücken der Action-Taste kann Harry einen noch, ja, Gegner beseitigen. Ja, das weiß ich schon. Ja, toll. Unser erster Tod. Continue? Wie continue? Okay, Freunde. Gut, ich würde mal sagen, wieso bin ich denn jetzt hier? Okay, interessant. Ich würde mal sagen, oder sollen wir das nochmal nachspielen? Ja, spielen wir es nochmal nach, kommt. Ich weiß ja jetzt so ungefähr, was man machen muss, ne? Beziehungsweise, dass da vorne eigentlich gar nichts ist. Nur, dass alle Straßen, ja. Wir haben ein Continuo. Okay, das ist schon mal gut. Tatsächlich. Das heißt, das ist nicht, warum wir hier ein Continuo haben, aber gut, wir wissen, dass alle Wege versperrt sind. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal in diesen Convenience Store. Ich laufe jetzt auch einfach vor den Gegnern erstmal weg, wenn sie mich lassen. Danke. Weil ich möchte meine Muni sparen. So. Ja, dann gucken wir doch mal in dem Convenience Store da hinten. Oh, dieser Nebel. Ist auch so, ich mag sowas ja überhaupt nicht, ne? Bei Nebel draußen rumzurennen. Aber gut, das ist halt so. Und vielleicht können wir in dem Convenience Store irgendwas abgreifen. Ist natürlich mal wieder ein Gegner, ne? Guck mal, sieht aus wie 7-Eleven, nur mit einer 8. Und da können wir rein. Ah, da können wir rein. Danke. Gibt es hier Medizin, Tonikum? Was ist das? Okay. Bash. Okay, wir sind in einem Grocery Store, in einem Supermarkt. Und hier gibt es Tonikum. Oh, Dankeschön. Ich glaube, die werden wir auch nur im äußersten Notfall von jetzt an benutzen. Guck mal, da liegt noch was. Und hier vorne noch zwei Tonikums. Ach, das ist doch ein Paradies hier. Gut, okay. Wären wir erstmal hier reingerannt. Das wäre schon von Vorteil gewesen. Und hier könnte man speichern. Und was ist das denn? Verbandskasten. Was haben wir? Heilt Verletzungen, um die körperliche Verfassung merklich aufzubessern. Ah, das ist sowas wie eine Vollheilung. Okay. Alles klar. Ja, speichern mal. Komm. Kaffee. Store, okay. 21 Minuten Spielzeit. Warum auch immer nur 21 Minuten, aber ist okay. Und sonst gibt's hier scheinbar nichts. Das ist aber gut, dass wir hier im Convenience Store nachgeschaut haben. Weil sonst sind wirklich alle Wege versperrt. Ja,
Gut, dann probieren wir das jetzt nochmal, dass wir die Gegner hier plätten. Ja, genau. Die brauchen 5 Schuss. Okay. Mach den kaputt, danke. So, das Ding ist schon mal weg. Das heißt, die brauchen 5 Schuss, die Dinger. Und wir haben 21, 31 Schuss. Also das muss doch reichen für die Gegner hier draußen. Ja, wir müssen einfach geradeaus, ne? Okay, wir müssen einfach nur geradeaus. Alles klar. Und mein Handy explodiert gerade wieder vor Nachrichten. Aber ist okay, ich bin gerade am Aufnehmen, Leute. So. Dann gucken wir doch mal. Ach so, 21 Minuten Spielzeit, weil ich den Continue benutzt habe. Okay. Ja, ich verstehe. Okay. Das ist so blöd, wenn man nicht weiß, wo es herkommt da vorne. Okay. Okay. Diese Fliegedinger sind aber auch scheiße zu killen, irgendwie. Die sind richtig scheiße zu killen, diese Fliegeteile. Uncool! Wow. Okay. Ich renne einfach vorbei. Diese Fliegedinger sind scheiße. Ich sag's euch. So, die Martison Street. Ist klar, schauen wir mal, was hier abgeht. Na, und dann müssten wir doch jetzt gleich... Eigentlich... So, was ist hier? Das ist ein Hund, den kriegen wir kaputt. Frage ist, wo ist der? Schön langsam, oh Gott, dieser Liebe. Das sind 2. Okay, wo sind die? Da! Da vorne. Okay. Okay, der eine ist tot. Da ist es von Vorteil, dass man schon mal Tenchu 2 gespielt hat. Weil, da gibt es auch ein Level. Das ist so ein Ninja-Spiel, Freunde. Alter! Oh, da ist noch einer! Uiuiui, um Himmels Willen. Wo kommt der denn her? Oh! Mein Gott. 3 Hunde hier. Was wollte ich sagen? Ja, bei Tenchu 2 gibt es auch ein Level. Das ist auch so. Und da hat man die Gegner auch nicht gesehen. Und da hat man so ein bisschen Übung davon gekriegt. Ich meine, das war schon voll lange her. Aber hier liegt ein Verbandskasten. Dankeschön, Leute. So. Wie sieht unsere Gesundheit aus? Ja, orange. Also wir könnten ein so ein Ding eigentlich nehmen. Genau, das heilt uns dann wieder voll. 3 Hunde platt gemacht. Meine Güte. Also, das ist schon krass. Oh Gott, und jetzt wird es gerade richtig dunkel draußen. So, das hat sich gelohnt, die Martison Street. Wir haben einen Verbandskasten bekommen. Das ist Gold wert hier. Sag ich euch. Ah, das heißt, bei Orange nimmt man ein Tonikum. Und bei Rot nimmt man einen Verbandskasten. Okay. Wo sind die Hunde? Also teilweise Auto-Aiming hat der Kerl. Okay. Ach, die blöde Kamera. Wo ist der Hund? Boah, wo ist der Hund? Da hinten. Da. Okay. Weitsicht ist hier gefragt. Ah, Munitionsverschwendung. Scheiße. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Ich muss warten, bis die Animation vorbei ist von dem Hund. Okay. Wo ist der nächste? Ich sehe ihn nicht und das macht mich ganz nervös. Der ist schon voll nah dran. Wow. Ja, Konami ist echt... Die haben hier ein Meisterwerk geschaffen. Ich sehe schon. Aua. Au! Blödes Vieh. Warte mal. Mann. Wie viel hat uns das jetzt gekostet? Grün bis gelb. Okay, da ist nochmal... Noch ein Gegner. Nee, okay.
Aber in die Richtung ist noch mal einer. Ja, ich gehe keinem Konflikt hier aus dem Weg. Ich weiß nicht, ob das das Klügste ist, aber dann hat man zumindest die Gegner weg. Ich hoffe ja, dass die hier wegbleiben, ne? Warum trifft er denn nicht? Das war geil. Das war geil. So. Der trifft manchmal nicht. Ja, das ist jetzt echt die Frage, ne? Lohnt sich das hier, die Gegner zu killen? Oder kommen die immer wieder? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die immer wieder kommen, oder? Der trifft nicht. Warum trifft der nicht? Hallo? Drei Schuss wieder daneben. Blödes Ding. Warum trifft der nicht, der Kerl? So, da sind wir wieder orange. Das heißt, wir müssen wieder ein Tonikum verwenden. Okay. Oh, und ich sehe gerade, die Folge ist voll. Oha. Gut, liebe Freunde, da würde ich sagen, ja, wie wir hoffentlich beim nächsten Mal zur Schule kommen, sehen wir da beim nächsten Mal bei Silent Hill. Und da würde ich vorschlagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.